Übrigens, die abgefahrensten Geschichten am Ballermann erlebt man, wenn man einfach hier nur über die Promenade spaziert. So habe ich zum Beispiel diese Jungs hier kennengelernt. Und könnt ihr noch lauter und schneller? Übrigens, dieses Video wurde insgesamt über 6 Millionen Mal geklickt und es war bis dato der erfolgreichste Beitrag von Bild Mallorca. Was die Jungs machen, keine Ahnung, sind wahrscheinlich in irgendwelchen Popstar-Gefilden verschwunden. Wie auch diese Urlauber hier, die sich allerdings sehr stark über ihren Aufenthalt auf Mallorca beklagen. Endlich normale Leute! Hallo, ja, wir sind in Moschee Rosswag. Muss ich einfach mal dazu sagen und ich möchte schon lange mal eins sagen. Mallorca ist das allerletzte, ohne Scheiß. Wir sind jetzt zum 2 Millionensten Mal hier, ja? Aber mit den Ski? Ja, natürlich mit den Ski. Und die haben uns übel verarscht. Die haben gesagt, die haben jetzt hier eine Skihalle und weiß der Herr was baut. Aber nee, wir sind hier, es gibt hier weder Abriss-Skischirm, noch Skiwasser, noch Almdudel, noch Jagertee, gar nichts gibt's hier. Ja, mir wurde einfach schlichtweg hinters Licht geführt. Ich habe nicht eine Gondelbahn gesehen. Wir mussten vorher den Berg Knuflauf, könnt ihr euch das vorstellen? Was macht ihr da jetzt alternativ? Ja, nix. Bleibt uns ja nichts anderes übrig. Wir machen das Beste draus und... Das Schlimme ist, da hat's bloß Schlepplift, da kannst du bloß abschleppen. Ja. Lila Weiß und lange Schwänze, wir sind aus Rosswag an der Enz. Und da sie offensichtlich nicht gestorben sind, suchen sie immer noch ihr Skigebiet. Seid ihr fündig geworden? Ey, was? Nein, guck mal, ich nur geschieht. Wir fahren auf den keine Skigebiet. Auf den Pflastersteine müssen wir Ski fahren. Ey, mein Locker. Wir gehen heim jetzt, ey! Ein ähnlich Wahnsinniger ist Dennis. Dennis ist Industriemechaniker und seine Geschichte beginnt mit einem Zettel. Ich hab meinem Chef geschrieben, ich muss nach Malle, die Bild-Zeitung braucht mich und ja, nicht reden, machen. Ich habe einen Flug gebucht mit dem Jürgen zusammen und wir sind hergeflogen. Ich habe mit meinem Chef gesprochen und also ich darf weiter arbeiten. Du hast übrigens auch eine Lebensgefährtin. Wann hast du die darüber informiert, dass du nach Mallorca fliegst? Ich glaube, eine halbe Stunde vor dem Flug, oder? Diese Frau, die hat ganz Ledde, wo der wohnt, die hat ganz Ledde verrückt gemacht. Du warst auch noch so mutig und bist hier mit 30 Euro angereist. 35. 35. Hast du dieses Geld noch? Nee. Nein, natürlich nicht. Übrigens, wer mit 35 Euro in den Mallorca-Urlaub fliegt, muss sich da nicht wundern, wenn das Ganze nicht ganz so glücklich endet. Jetzt kommen wir auch mal zu den Konsequenzen. Du bist hier auch tatsächlich durch unser Video interessanterweise eine kleine Berühmtheit geworden. Die Leute wollten am Ballermann mit dir Selfies machen und so. Das waren vielleicht die positiven Erscheinungen, aber was waren denn die negativen? Ja, die negativen, dass ich meine Lebensgefährtin bloßgestellt habe. Das war eigentlich so das Schlimmste. Jetzt erwartet mich ja gleich zu Hause wahrscheinlich die eine oder andere Unterhaltung. Dann muss ich mal schauen, ob ich noch zu Hause bleiben darf. Wenn du die Möglichkeit hättest, über dieses Handy hier eine kleine Botschaft mitzuteilen, welche wäre das? Ich komme nach Hause und habe mich geheiratet. Dennis ist reumütig zurückgekehrt nach Hause und will jetzt seine Freundin heiraten. Und du bist vom Junggesellenabschied oder was? Nee. Sondern? Einfach so. So, da geht man einmal die Playa entlang und dann sieht man diesen eigentlich ganz durchtrainierten Rücken. Bisschen V. Der so aussieht, als wäre er in eine Fensterscheibe gefallen und vorne sieht es auch nicht besser aus. Ja. Kennst du ja mittlerweile die Perlen an der Playa? Die drehen da so ein bisschen am Rad. Und jetzt habe ich hier mit leichten Verletzungen zu kämpfen. Wirklich, ich wurde davon wach. Ich habe mir nur gedacht, was geht denn da drüben ab? Wollten wir da nur noch einschlafen, aber das ging wirklich nicht. Die junge Frau war auf jeden Fall eine Wildkatze aus Brasilien, oder? Nee, war eine Deutsche, ne? Aber 20 Jahre jung, noch nicht so im Kopf. Nicht so ganz ja, das war ich war kurz vorm Heulen, ehrlich gesagt. Übrigens, einmal saufen an der Playa strengstens verboten. Und was passiert, wenn euch die Polizei erwischt, verrät uns dieser junge Mann. Ja, also für uns war das ja eigentlich kein Problem, weil wir da saßen zu viert, haben gemütlich unser Eimer getrunken. Ja, und dann kam die Polizei das erste Mal und hat uns ermahnt. Und ja, nach einer halben Stunde kamen sie nochmal und dann mussten wir sozusagen die Strafe zahlen. Ja, die wollten dann von uns die Namen und wollten auch das Geld haben, aber da wir das nicht parat hatten, das waren glaube ich 200 Euro pro Person wäre das gewesen, also 800 Euro insgesamt, da wollten die uns eine Rechnung schicken.
aber bis heute kam die Rechnung nicht an. Also seid schlau und gebt euren Namen weiter. Nett, dass ihr das direkt bezahlt. Die allerhärtesten Ballermann-Besucher checken in einem legendären Hotel ein, dem Hotel Niagara. Es ist nämlich genau 10 Meter Luftlinie vom Lieblingslokal der meisten Ballermann-Besucher entfernt, dem Bierkönig. Wie es sich dort lebt, verrät uns jetzt ein Urlauber. Wieso mietest du dich hier ein? Ausgerechnet gegenüber, damit die Wege nicht zu lang sind. Damit die Wege nicht zu lang sind, die Lage ist es wirklich. Ich glaube immer, das ist so das Schnellficker-Hotel, weil hier wird kontaktiert und hier wird dann zur Tat geschritten. Ich muss aber sagen, dass wenn du hier abends rein willst, dann kontrollieren die schon sehr stark. Ne? Also du brauchst hier das Bändchen von Niagara. Sonst hast du eigentlich gar keine Chance reinzukommen. Wie sieht das aus mit Bestechung des Pförtners, des Nachtschalterportiers? Funktioniert sowas? Ja. Also heute Morgen hat, glaube ich, noch einer auf die Straße gebrochen. Haben wir aber nur gesehen, weil die anderen alle applaudiert haben. Also, wenn ihr euch das mal geben wollt, wie Jan, gemütlich den Tag bei ungefähr 85 Dezibel verbringen, mit den Blick auf eine Straße, wo eigentlich immer was passiert, immer, 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 dann bucht euch ein im Hotel Niagara. Ich werde das, glaube ich, auch mal machen. Und schreibt vorher, dass ihr im ersten Stock an der Bierkönigsseite sein wollt. Erster Stock. Das ist doch Masochismus.